Am 10. Juli demonstrierten im Rahmen einer landesweiten Aktion Mitglieder des Vereins Unser Wald e.V. und des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt in der Nähe des Bahnhofs Sangerhausen, um auf die Situation der heimischen Wälder aufmerksam zu machen. Näheres erfuhren wir vom Vereinsvorsitzenden Eberhard Notmann. Ja, wir werden hier eine kleine Demonstration machen für den Wald. In Land Sachsen-Anhalt sind so große Schäden entstanden durch Friederike, hat das angefangen, dann durch die zwei trockenen Sommer. Der Käfer frisst wie verrückt. Die Fichte wird hier im südlichen Teil von Sachsen-Anhalt wird aussterben. Und wir wollen protestieren dagegen, dass im Prinzip in der Zukunft das Land auch Gelder zur Verfügung stellt, dass der Wald neu gegründet werden kann mit einem Mischwald, mit ausländischen Baumarten wie die Roteiche und die Douglasie, die wahrscheinlich das Klima besser verkraften wie unsere heimischen Wälder oder Bäume. Wir haben nicht nur Not in der Fichte, sondern die Buche und die Eiche ist gerade hier im Forstbetrieb Süd abgängig. Das geht so weit, dass richtige, dicke, fette Buchen und Eichen absterben wegen der Trockenheit. Und da muss man irgendwo reagieren, dass man so eine Baumarten pflanzt, wo wir wissen, dass die hier überleben können. Und man hat vor 120 Jahren, hat man hier in Forst am Pölzfeld, hieß das damals, hat man schon Bäume gepflanzt, die von Amerika kamen, die Roteiche, die Douglasie, und man hat auch von anderen Regionen in Europa Bäume gesucht, weil man festgestellt hat, dass die Industrialisierung die Welt, den Wäldern geschadet hat. So, und das hat man im Prinzip versucht und es sind drei Baumarten übrig geblieben, die Weißtanne aus dem südlichen Teil von Ostdeutschland, von Elbsandsteingebirge, die braucht nicht so sehr viel Niederschläge, die Roteiche, die hat sich prächtig gemacht und die Douglasie ist noch besser gekommen. Auch erfuhren wir etwas über den Verein Unser Wald e.V. Ja, wir haben uns vorher am 4.7. gegründet mit 14 Mitgliedern. Wir sind jetzt um die 100 Mitglieder. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie der Zulauf ist. Lehrer, Leute, die naturinteressiert sind, die kommen zu uns. Unser Ziel ist, dass wir Pflanzaktionen organisieren, wo die Leute auch die Möglichkeit haben, was für die Natur zu tun. Wir hatten vorst Jahr eine große Pflanzaktion mit den Gymnasien und ich muss sagen, ich bin zukunftsorientiert, dass die Jugend, gerade die Leute, die intelligent sind, dass die auch auf den Wald achten, denn wir haben einen Zulauf gehabt. Wir haben über 3000 Bäume gepflanzt und was das Allerwichtigste war, es hat geregnet wie verrückt und die Schüler wollten nicht aufhören. Die wollten unbedingt pflanzen. Und das hat mich zuversichtlich gemacht, dass wir doch eine gute Zukunft gehen. Unter den Teilnehmern auch der stellvertretende Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, Jörg von Beime, hier beim Anbringen eines Transparents. Und so präsentierten sich die Anwesenden bei ihren Plakaten und Bannern, die auf die Probleme dieses wichtigen Lebens- und Wirtschaftsraumes aufmerksam machen sollten.